Nicht mal der Sonntag ist auf St. Pauli heilig. Außer käuflicher Liebe lockt an Feiertagen auch ein Supermarkt mit Genussmitteln. Direkt an der Reeperbahn. Wir sind startklar. Rückblick ins Jahr 2007. Mit dieser mittlerweile legendären Reportage wurde der Pennymarkt auf St. Pauli zum berühmtesten Discounter Deutschlands. Muss man aus der Schusslinie gehen, nicht? Sonst ist es umgerannt. Hallo, der Eingang ist einmal auf der anderen Seite. Nein, Maya, keine Chance. Herr Schaan, machen Sie Ihre Karte bitte auf. Gehen Sie einmal mit rüber. Sie können auch gerne hier mit rüber. Juhu. Ich wollte gerne einmal Toilettenpapier. Zweiter Gang und auf der rechten Seite. Schlüssel bitte. Schlüssel. Wem gehört der Hund? Also irgendwie spinnt meine Waage mal wieder. Alle Biere sind kaputt gegangen. Scheiße. Was macht er? 17:48. Kassenbon? Danke, Chefin. Dafür nicht. Schönen Tag noch. Oh, ich könnte schlafen, ne? Die Filme über die Kassierer und Kunden wurden vor 13 Jahren zum Straßenfeger. Während des Lockdowns erlebte die Milieustudie eine Renaissance und ging viral. Heute kommentiert von wahren Kiezkennern und St. Pauli-Patrioten. 5 Prominente auf Zeitreise, exklusiv für Spiegel TV. Komm zu dir, ich brauche dich. Ich möchte immer bei dir sein. Das Haus in Orleans, das steht ja noch. Der Typ ist auch Gold wert, ich liebe das. Herrlich, herrlich. Auf St. Pauli, ein Sheriff möchte ich immer sein. Ohne die Typen wäre der Kiez scheiße. Gibt viele so, die sagen, oh Gott, auf die haben sie keinen Bock. Stell dir den Kiez ohne sowas vor. Wie langweilig. Ein Sheriff möchte ich immer sein. Ich meine, House of the Rising Sun, auf Deutsch mal eben so textsicher abzuliefern, ist gut. Muss man erst mal bringen. Hey! Seit 15 Monaten hat der Discounter geöffnet. Keine andere Deutschland-Filiale der Lebensmittelkette erzielt seitdem mehr Umsatz. Alleine die Sonntagskunden kaufen am Tag fast 40.000 Artikel. Darunter 3.000 Brötchen. Das Gute ist, sonntags und der Pennymarkt hat auf. Was geil ist, echt. Finde ich gut. Finde ich echt gut. Wir waren auf dem Fischmarkt und haben da schön Fisch gekauft. Heute gibt es schön Seeei. Und Zanderfilet mit selbstgemachten Bratkartoffeln, 5 Kilo in der Pfanne groß gekocht für die nächsten 2 Tage mit. Das ist praktisch. Ne? Und zum Durchwärmen müssen mein Mann und ich jeder ein Schlückchen Sekt trinken. Schönen Sonntag noch. Wir arbeiten schon 15 Stunden. Wo kommt ihr denn jetzt her? Ja, Landungsbrücken. Immer im Loge, gib ihm. Schiffe am Wind, das wird alles wird passiert. Ihr seid jetzt vom Hafen hierher gekommen? Ja, sicher. Nach so viel Vertrag fangen wir an und jetzt haben wir eben gerade mal eine Stunde Pause, weil wir nichts mehr zu fressen haben, müssen wir holen. Kartoffelsuppe in Dose, finde ich hier nicht. Gibt's doch nicht. Muss doch jemand sein, die sich auskennt. Das ist ja auch das, was viele, die keinen Humor haben, irgendwie gar nicht checken, was diese Leute an humoristischem Potenzial innewohnt. Ich bin ein Lebensmittelkontrolleur. Sehr gut. Einfach in Ruhe lassen, denn tun die nichts. Aber so die Texte in meiner Wohnung drehen. Mit der Brechel. Und mein Tod eingeht. Die ganze Zeit hier. Machen, da, wir wollen da auch dran. Ja. Hier hat ja jeder seinen Platz. Das ist halt das Ding. Leben und leben lassen. Ne? Normal, ne? Auf St. Pauli normal. Butter, Käse, Eier. Eine der freisten Menschen, die mir je begegnet ist. Darum ist sie absolut beneidenswert. Eine Künstlerin, ich habe sie auch mal besucht bei einer ihrer Ausstellungen. Ja, und seitdem die auf dem Kiez ist, ich glaube, das waren so die Anfänge, macht die halt, wo sie Bock drauf hat. Ne? Ist ja völlig egal, wer was über sie denkt. Butter, Eier, Dose, Eier. So, was kriegst du? 28 Euro und 5 Cent bitte. Wir brauchen Umsatz. Naja, die Wäsche muss angekohlt werden. Ja, was willst du denn machen? Als Spitzschichtarbeiter hast du ein Problem. Du schießt bis 11 Uhr, du musst um 1 arbeiten. Und wie gesagt, also ich finde das optimal. Und wie gesagt, es lohnt sich aber auch. Wenn man es mal sieht, wie voll der Laden hier ist, teilweise, an Sonntag, Samstag, ist das schon optimal. Und gerade hier auf dieser Meile, gerade auf dieser Meile hier, der, also ist schon sehr optimal. Das sind meine Brüste. Die beißen. Das ist für mich tatsächlich ein Teil von St. Pauli, den ich
den ich wahnsinnig gern mag und der mich auch immer hier in diesem Stadtteil hält, weil die Leute mit so einer Zuversicht durch ihr gar nicht so leichtes und buntes Leben gehen. Tomaten, Bananen, Rutschen, mein Traum, Firmamilch und Firmasaft und Brot. Du bist doch vom Tunnel. Ah, die Tunnel. Das ist sie vom Tunnel. Du warst doch auch eben im Tunnel, oder? Eine Panne gemacht heute Abend. Wir waren auch im Tunnel, genauso wie du. Oder? Wir haben zusammen gerockt. Genau wie ich bin. Ja, du warst doch auch im Tunnel. Auch unerwünschte Besucher, die bereits Hausverbot haben, verweilen gerne im Kassenbereich. Ein Pfeil für den Sicherheitsmann. Raus jetzt. Das letzte Mal raus. Mhm. Sofort. Das ist mir egal. Raus. Ich respektiere keine Aussage, raus. Keine ist. Raus. Ja. Ich habe eigentlich das, wenn ich ein mündliches Hausverbot geben ohne Begründung, ne, junger Mann. Das klären wir alles gleich komplett. Hier kannst du stehen bleiben. Hier kannst du stehen bleiben. Der König hier von der Straße. Oh, es ist auch richtig ätzend, dass sie ihn festhält, ne? Der arme Bengel. Das ist so ein jüngerer Sicherheitsmann, kommt wahrscheinlich irgendwie von außerhalb, denkt, er macht was ganz Spannendes auf dem Kiez und hat dann mit so anstrengenden Leuten zu tun, ne? Was ist das denn? Das ist brutal. Runter! Du schlägst mich nicht nochmal, mein Freund. Hör mal, das, was du dir erlaubst, ist aber dreist. Verstanden? Also, du schlägst mich nicht nochmal. Das ist ein alter Mann, der kann man doch gar nicht so angreifen. Ich überlegen werde. Das ist ein alter Mann. Wir haben nichts gemacht und er kann doch nicht mal das Hausverbot begründen. So geht der mit an. Ich hab dich nicht geschlagen, Junge. Ja, ich brauche mal bitte den Peterwagen zum Penny auf der Reeperbahn. Ich bin hier der Wachmann und ich brauche bitte ein bisschen Hilfe. Ich habe gerade zwei Leute rausgeschmissen, die hier Hausverbot haben. Und der eine hat mich von hinten angegriffen. Jetzt habe ich ihn auf dem Boden unten. Jetzt kann er einem doch irgendwie, kann er einem doch schon ein bisschen leid tun, wie er in leicht weinerlichem Tonfall sagt, er bräuchte ein bisschen Hilfe. Guck mal, jetzt kriegt das Dicke. Jetzt kommen sie alle. Guck dir das mal an, wie der kann sich doch gar nicht wehren und lass den Mann. Nee, verletzen Sie nicht. Ich habe ihn jetzt erstmal nur unten. Wieder runter! Mann, lass den in Ruhe. Nimm das Knie runter! Nimm das Knie runter! Nimm das Knie runter! Nee. Sag mal, nimm das Knie runter! Es werden keine Menschen mit Knie, sonst gehst du demutsvoll! Ja, komm. Demut! Gehen Sie weiter. Mr. Showtime! Das ist so eine Dreistigkeit. Für die Klientel vom Kiez müssen Lebensmittel konkurrenzlos billig sein. Nicht mehr als 8 Euro gibt jeder Kunde hier pro Einkauf aus. Krasser Schnitt. Wer auf St. Pauli lebt, hat gelernt zu sparen. Für den Preis kommt man nicht meckern. Da muss man hier, da muss man zuschlagen. 9 Cent das Kilo, das ist ja Wahnsinn. Billiger kriegt man das nirgendwo. Zurzeit jetzt. Kann man alles Mögliche von machen. Schönes Gemüse, Kohlrouladen, alles. Kann man wunderbar von leben, schön günstig. Das ist halt auch so dieses Original Kiezianer. Das ist schade, davon hast du nicht mehr allzu viele. Die Mieten werden immer teurer, die Leute ziehen weg. Ich bin ein armer Rentner. Muss ganz, ganz heftig aufpassen. Das sind so unterschiedliche Gewichte. Der ist bestimmt über 4.200. Der ist wieder viel schwerer als die anderen. Die haben bloß 2 Kilo gehabt. Da. Mal schauen, wie viel er sich zusammenkriegt. Damit die Karre nicht zusammenkracht hier, sonst wird das zu schwer für die Karre. Ja, das ist Marke Eigenbau. Da habe ich zwei zusammengebaut selbst. Also hier, die eine war schon mal kaputt. Und jetzt ist alles so ein Drahtgestell, das hält nicht viel durch. Also da passt nicht viel rein. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt alle reinkriege, die Dinger. Aber ich habe jetzt ausgerechnet, 25 Kilo sind es insgesamt, genau. Ich hoffe, dass ich die damit nach Hause gekarrt kriege. Ja, 25 Kilo mal 9 Cent, das sind ungefähr so 2,50 Euro dürfen das sein. Ein bisschen weniger als 2,50. Das ist ganz günstig für 5 Mark, so einen Haufen Kohl. Ich rechne immer noch Mark auch noch um dann hier. Muss man ja. Ausnahmsweise immer, dass wir so ein Angebot hier haben, da muss ich zuschlagen. Ich bin extra nur wegen dem Kohl hierher gekommen heute. Ja. Komm doch mal. Ich hab mich die ganze Zeit vermisst. Tschüss. Ich glaube tatsächlich, dass St. Pauli mehr heile Welt ist als andere Stadtteile teilweise. Weil Leute sich da nicht so viel verstecken, sondern einfach das machen, wonach sie sich sehnen, wonach ihnen ist, was sie selber sind. Und ich glaube, das ist eine Form von Freiheit, wie sie viele gerne leben würden und das aber nicht können, sich davor schämen oder sonst was. Auf dem Kiez machst du es einfach.
Und ach, was machst du da? Machst du Private? Ich muss jetzt arbeiten. Ich muss arbeiten. Du hast viel Arbeit, kann ich verstehen. Ja, gerade sonntags. Und macht dir Arbeit Spaß? Ja? Ja. Machst du am Wochenende eine Party? Oder keine Partys? Nee, heute nicht mehr. Du musst ja einmal arbeiten. Nur arbeiten. Die ganze Zeit? Arbeiten, arbeiten. Aha, ganz klar. Bist du total süß, finde ich. Was? Süß. Danke. Total schön. Hör ich gerne. Schicktal. Gibt's lustige Vögel auf deinem Party? Kann ja. Ich mir ein Schweinchen. Einer sieht man ja schon. Nee, ist aber okay. Das macht das so ein bisschen aus, der Sonntag, ne? Du bist doch schwul. Polizeieinsatz vor Markteingang. Der Wachmann hat um Hilfe gerufen. Nach dem Rausschmiss einer Kundin gab es handfesten Streit. Sie hat hier Hausverbot. Ist immer wieder reingekommen eben. Ich hab zehnmal gesagt, dann habe ich sie rausgedrückt. Kam er von hinten, haut mir gegen den Kopf, dann habe ich ihn zu Boden. Und auf einmal hatte ich hier eine ganze Tumulte von Menschen, die auf mich eingeprügelt hatten. Und wir sind jetzt weiter als zwei. Platzverweis. Personal verstellen, Platzverweis. Ausweis, natürlich ist mein Ausweis. So, zum einen Personal verstellen, bitte. Ich möchte das erstmal nachdenken. Gehen Sie erstmal mit. So. Zur Wache. Ihren Ausweis bitte. Ja? Erstmal gucken, alkoholisiert oder wie auch immer, Tatvorwurf, Körperverletzung. Ja, kommen Sie, packen Sie mal Ihren Tabak ein. Ich habe ihn bloß auf die Schulter getippt und er fühlte sich in dem Moment bedroht und hat mich auf die Erde geschmissen, weil er die Frau rausgeschubst hatte. Und Frauen sind mir heilig. Hey, bleib mal sitzen, stehen. Ey, hat doch einen Namen, Inge. Ja, haben Inge, Sie ja noch nicht gesagt. Inge, Manu, immer noch. Ich durfte ja nicht zu Ende aufschreiben lassen, ne? Ja, wollen wir Sie jetzt erstmal zu wie das illegale Hausverbot oder was, was er mir erzählen wollte. Das klären wir doch. Ja, bist auch mein Bruder. Sehen Sie. Da habe ich kein Problem mit. Letztes Mal war ja auch eine Viertelstunde da und dann war ich wieder frei. Genau. Inge ist schon was so das Ausreizen von Grenzen angeht, sehr, sehr, sehr weit vorne. Die ist auch so wie alle anderen Menschen auch auf der Suche nach Familie. Ne? Und weil sie halt so in dem Sinne keine hat, ist das jetzt ihre Familie. Ja, dann gib mal ordentlich Gas. Stopp. Alles klar. 1,40. Sein Alkohol ist festgestellt und es ist nicht über einer gewissen Grenze. 1,4, ne? Nicht über einer gewissen Grenze, so. Und ist ja sowieso auch jetzt kein Verbrechen oder so, ist ein Vergehen. Von daher kann er gehen. Hat er eigentlich nicht vor, so ein Aufsehen zu erregen, aber dadurch, dass dann diese ganze Menschenmasse auch auf mich draufgegangen ist, habe ich gedacht, gut, Polizei, ansonsten gibt das ja keine Ruhe. Sie haben einen ganz roten Hals. Ja, weil einer ist mir an den Hals gegangen. Nur ich konnte leider nicht sehen, wer das war. Und auf dem Grund bin ich auch von ihm runter nachher. Mit dem Knie habe ich ihn nur fixiert, dass er nicht wieder aufsteht und noch mal auf mich losgeht. Aber als mir einer an den Hals gegangen ist, musste ich dann ablassen, bevor noch mehr passiert und die ganze Tumulte da auf mich losgeht. Also von daher. Er dachte, ich wäre ein Penner. Und diesen Ausdruck kann ich durchaus nicht ab. Penner ist ja eine Beschimpfung, eine Beleidigung, eine sehr despektierliche Bemerkung. Und man merkt ihm an, dass er sehr betroffen ist und sich auch nicht als Penner fühlt. Ich habe studiert, ich bin Captain zur See und habe mein Patent A, B und C und die 6. Ich fahre die großen Pferde. Ich fahr die Mary Queen. Oh. Also ich geb's zu, du bist doch schwul. Das ist wunderbar, oder? Rote Farbe. Wunderbar, rote Farbe. Kann ich jetzt ein bisschen arbeiten? Wunderbar. Darf ich jetzt ein bisschen arbeiten? Natürlich. Danke. Sie ist so speziell und so besonders, die da rumrennt und allen halt sagt, dass sie süß sind und mit allen so flirtet. Das ist einfach, ja. Du bist total süß, finde ich. Meine Frau sagt auch. Der wird doch immer süßer jetzt, ne? Ich möchte dich gerne kennenlernen. Ich hab fünf Kinder. Er muss arbeiten. Ist dein Mann? Ja, das habe ich verstanden. Junger Mann, Sie müssen arbeiten.
Einem Ungarn fehlt Geld für die Heimfahrt. Euro ist kein Gut. Gleich mit dem einleitenden Satz, ihm fehlt Geld für die Heimat, dann denkt sofort jeder, oh Mist, der ist hier gestrandet. Ich habe gestern mit meiner Frau darüber geredet, die sagte natürlich, du, das sagen sie aber auch alle. Ne, ist dann auch wieder, ich kann es mir trotzdem gut vorstellen, dass er eigentlich weg möchte und dann die letzten Groschen fehlen. Problem, kein Arbeitsplatz, Mauer, keine Chance. Legale Arbeit, Deutsch, aber keine Chance. Wir haben ein Problem jetzt. Das bleibt hier und Sie kommen mit uns im Büro. Wieso? Wieso? Hausfriedensbruch. So. Ja, okay. Ja, Koffer nehmen, mitkommen. Ja, okay. Hallo. Hallo. Oh, ja. Hallo. Hallo. Ja, packen Sie es mal bitte wieder ein. Ist meine Wohnung. Meine Wohnung. Meine Wohnung. Er packt da seinen Koffer hin und packt seine Sachen aus und sagt, das ist meine Wohnung, das ist meine Wohnung. Tatsächlich ist das halt alles, was er hat und das ist seine Wohnung. Darin quasi, oder mit dem lebt er und sonst hat er nichts. Sie haben jetzt Hausfriedensprogramm. Packen Sie Sachen ein mit ins Büro. Rein damit. Hier, Geld. Ja, beim letzten Mal war nichts Geld. Letztes Mal war Zapzerab Anzeige. Ich kann Zapzerab. Jetzt rein damit wieder. Ja, was, Zapzerab? Du bist, denke nicht, klau. So, packen Sie dann jetzt die Sachen ein. Dein? Rein damit. Dein? Jo, alles Glück, Achten, Junge. Frauenbeschützer und Kapitän zur See Harald Krull ist nach dem Alkoholtest wieder auf großer Fahrt. Ziel der Reise, das Weinregal. Hallo, Sangria. Das ist ein billiges Zeug, aber für die Obdachlosen reicht das. So, die werde ich mir jetzt einverleiben. Ich kann ja auch noch einen Buddel Korn kaufen oder Lütten. Den ziehe ich mir gerne rein. Die Jungs von der Straße, die sind mir heilig. Ich bin christlicher Seefahrer. Das ist eine spanische Torero-Tänzerin. Spanisch. Sangria kommt aus Spanien. Schon mal da gewesen? Aber sicher doch. Ich bin zweimal um die Welt gereist. Hat er wirklich eine Weltreise gemacht? War er in Spanien? Hat er jemals in seinem Leben schon mal ein Boot gesteuert? Irgendwie traue ich es ihm einerseits zu und andererseits überhaupt nicht. Bin da sehr hin und her gerissen. Ich bin immer noch Captain zu See. Ich habe das Patent 1, 2, 3 und die 6. Das ist das Buchstabenpatent und das Zahlenpatent hat er, ne? A, B, C und 1, 2, 3 und 6 auf jeden Fall. Ja. Ich habe zu viel Alkohol getrunken. Ich habe zu viel Wodka getrunken. Ich habe zu viel vielleicht Wein getrunken. Oder Bier und Wodka mit Red Bull getrunken. Das vielleicht. Hey! Hallo! Hallo! Mal raufkommen! Sofort raufkommen! Hallo! Warum kommst du nicht rauf? Oh Mann! Das ist gefährlich. Kommen Sie zurück, bitte. Machen Sie die Tür zu. Ist gefährlich. Dankeschön. Oh, danke. Ich schicke da draußen dran, nur für Personal, oder kannst du die nehmen? Die, finde ich, strahlt irgendwie auch so eine krasse Lebensfreude aus. Das finde ich total schön. Die wirkt halt einfach so, als wenn sie einfach, als wenn sie Spaß hat, so am Leben. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und ich fahre gleich nach Hause, ins Bett. Da habe ich genug getrunken und genug gefahren. Oh, siehst du geil aus aus dem Schlittenloch. Hast du geile Schenkel, du? Jo. Wir hatten gerade einen Haufen Spaß und einen super geilen Abend. Die heißt SM-Bar, es gibt super geile Tapes und das ist was los. Und super geile Techno-Party und da geht es noch ein bisschen länger. Wo ist er hin? Es geht noch weiter. Wir gehen jetzt kurz was essen und dann gehen wir zurück. Das ist unser Frühstück. Ich bin Captain zur See. Ich habe studiert an der Harvard-Universität. Ich bin zweimal um die Welt gereist. Harald kommt aus Ostdeutschland und liegt zurzeit auf den Straßen St. Paulis vor Anker. Der 52-Jährige ist obdachlos und ohne Arbeit. Genau wie der 35-Jährige Istvan aus Budapest. Was die Kasse denn auf? So, hier in der Ecke hin. Hier stehen bleiben. Hier. Hier stehen bleiben. Ja.
Was haben Sie heute getrunken schon? Bier. Keine Chance, zwei Bier. Hier, Geld. Hier. Problem, kaufen zwei Bier? Ja, aber nicht mehr hier. Sie haben hier Hausverbot. Wieso? Weil Sie gestohlen haben letzten Monat. Ich? Ja. Nee. Treuburger Salami. Zweimal geklaut, 3,29 Euro kostet eine, zwei Stück macht 6,58. Mir fällt da nichts mehr ein, weil das jedes Mal die gleichen Sprüche sind. Die Leute sitzen auch jedes Mal hier und sagen, ich war's nicht, ich hab's nicht gemacht und ich hab hier nie gestohlen und bla und bla. Es ist meistens so, weil sie vorher so alkoholisiert waren, dass sie so viel getrunken haben, dass sie einfach am nächsten Tag nicht mehr wissen, was Phase war. Also wenn man das so hört, dass das wirklich Lebensmittel sind, na, schon ein bisschen Mitleid, ne? Irgendwo, weil einfach das Geld nicht mehr da war, um sich Nahrung zu kaufen. Obwohl Hamburg ist so ausgestattet, dass sie wirklich nicht klauen bräuchten. Und die Tafel, nachts fahren die Leute sogar zum Hauptbahnhof und alles und verteilen noch Essen und Getränke. Also das hat eigentlich keiner nötig. Ne? So, du auch? Also. Du auch wohnungslos? Ich bin nicht wohnungslos. Ich wohnungslos. Die Menschen dürfen ihre Wohnungen nicht verlieren. Der viele Alkohol, den braucht man ja auch, wenn man auf der Straße schlafen will, wenn man da... also natürlich gibt es auch schwere Trinker und Trinkerinnen in super tollen Wohnungen, aber ich glaube, diese Mengen brauchst du, wenn du auch einfach nackte Angst hast. Ja. Und? Kein Jobcenter, kein Bezahlt? Ja, Jobcenter, ja. Das ist ein Thema für sich. Dreimal Antrag. Schreib. Jobcenter, kein Bezahlt. Arbeitsamt. Das müssen Sie auch nicht mit mir klären, sondern mit dem Arbeitsamt. Das ist Ihre momentane Situation, dafür bin ich nicht zuständig. Wenn man es einmal rausschmeißt und man lässt es jedes Mal durchgehen, dann ich glaube, da bricht hier das Chaos aus. Also. Dann kommen sie ja alle rein. Dann tanzen uns ja nur noch auf der Nase. Im Endeffekt ist er wohnungslos, er ist arbeitslos, dem passiert nichts. Das ist ja gerade das Schlimme dran. Er wird nachher von der Polizei aufgenommen, die Daten werden aufgenommen, er wird belehrt, dass er Hausverbot hat, einen Hausfriedensbruch begangen hat. Das geht zum Staatsanwalt und wird fallen gelassen, weil man ihn einfach nichts mehr kann. Ja, also. Hallihallo. Hi, Marvin. Ich danke dir, los. Ich bin Kämpfer. Guten Abend. Guten Abend. Und Sie möchten eine Anzeige gegen Hausfriedensbruch erstatten? Ja. Hey, junger Mann, ich will keine Chance, zwei Bier. Was? Sprechen Sie Deutsch? Können Sie uns verstehen? Ja. Sie kommen jetzt mit uns mit. Wir fahren zur Davidwache, ja? Nee, nie Auto fahren. Ja, dann können Sie zu Fuß gehen, aber nee. Ich finde besser, wenn wir fahren. Und nee, diskutieren, Auto junger Mann, diskutieren tun wir nicht. Ne? Also. Ja. Stehen Sie mal auf, bitte. Einmal in Ihre Sachen gucken wollen wir. Ja, okay. Kollege, guck mal in Ihre Taschen. Ne? Was liegt denn an? Diebstahl oder? Eine Festnahme habe ich. STA Berlin. 720 Euro. Oder wahlweise ein paar Tage sitzen. Nee. Wenn jemand zur Haft, zur Festnahme ausgenommen ist, hat das eigentlich immer triftige Gründe. Davon können Sie ausgehen. Ja, braucht die Unterschrift. Also wird polizeilich gesucht, oder? Ja. Geht gleich los. Ja, richtig, genau. Ausschreibung zur Festnahme von der Staatsanwaltschaft Berlin. So. Das packen Sie mal wieder ein, bitte. Einpacken, genau. Ja. Aufsammeln. Das wäre gut, weil sie ist. Moment. Eigentlich wollte István nach Ungarn zu seinen Schwestern. Die Reise scheiterte bislang am Geld. Ja, da zeigt sich die ganze Traurigkeit so, ne? Von den Schicksalen vieler Menschen, die irgendwie abgestürzt sind, die irgendwo runtergefallen sind und dort dann gelandet sind. Das ist schon bitter. Ich glaube, da kann wirklich so ein Film auch dazu beitragen, dass man sich einfach diesen Menschen irgendwie ein bisschen verbundener fühlt und sie einfach wirklich mehr als Menschen wahrnimmt und nicht einfach nur als, ganz hart gesagt, Dreck, der da auf der Straße liegt und vor dem man sich irgendwie ekelt und was man nicht sehen will. Auch Harald hat es noch nicht wieder in die Ferne geschafft. Der selbsternannte Seemann ist im Eingang gestrandet. Also Herr Petersen hat ihn ein paar Mal darauf hingewiesen, er möchte bitte rausgehen wegen Rauchen. Er wollte hier im Markt rauchen. Und ja, dann hat er sich vor ihm aufgebauscht und dann hat Herr Petersen ihn einfach nur geschubst. Ja, und jetzt seitdem liegt er da. Ich reiche Ihnen die Hand. Ich, Wollen Sie sich einmal aufstellen?
Wir helfen Ihnen einmal, ne? So, würden Sie uns mal noch draußen begleiten? Ja, sicher. Geht das? Alles klar. Alles easy. Gut, dann verlassen wir jetzt gemeinsam das Geschäft. Ja, aber ich habe Angst, dass Sie umkippen. 30 Cent und wieder. Abstand. Herr Krull, wir müssen das Geschäft verlassen. Ich bitte Sie, fassen Sie mich bitte nicht an. Gut, dann entfernen Sie sich jetzt. Ich entferne mich auf Ihren Wunsch. Gut. Ist das in Ordnung? Das ist in Ordnung. Damit können wir beide Seiten mit leben. Können wir leben. Und mir fällt immer auf, dass das Personal, aber auch zum Beispiel die Polizisten, die Kunden da, auch die ganz desolaten Zustand sich befindenden, ganz wie ganz normale Menschen behandeln. Die haben halt finden einen Ton, der da irgendwie passt. Jetzt gehen wir mit Kollege zum Auto. Koffer bleibt hier. Hier Kontrolle. Mach mal Koffer zu. So. Hier Kontrolle. Wir wollen nichts kontrollieren. Du sollst mit uns. Der Koffer bleibt hier. Du. Ja, hier Kontrolle. Hör mir mal zu. Den Koffer holen wir gleich ab. Okay? Das ist mein. Ja. Mein Koffer. Ja, komm gleich wieder. Hast du das verstanden? Mein. Ja, wir holen den Koffer gleich ab, okay? Nee. Doch, wir. Du bist mal. Wir holen den Koffer gleich ab. So, komm. Komm. Okay? Ja. Gut. So, und dann hören Sie mir noch mal ganz kurz zu. Sie halten einen Platzverweis. Ne? Und zwar möchte ich schriftlich haben. Den erteile ich Ihnen hiermit mündlich. Ne? Das interessiert mir einen Scheiß. Wir kommen Sie an die Wache, da können Sie sich gerne die Schriftform abholen. Falls István seine Schulden nicht zahlen kann, droht dem arbeitslosen Maurer vorübergehend Gefängnis. Harald hingegen bleibt ein freier Mann. Nur an diesem Tag muss er der Reeperbahn fernbleiben. Seinen Lieblingsdiscounter jedoch sollte er besser weiträumig umschiffen. Ein Jahr lang hat er dort Hausverbot. Das gilt jetzt auch für Thorsten. Oh, Thorsten. Okay, Thorsten. Thorsten ist Legende, wirklich ganz krass. Ich wünschte, ich könnte so schlafen wie Thorsten. Das ist für mich das Krasseste. Als ich das erste Mal gesehen habe, ich glaube, ich habe so gelacht wie bei keiner anderen Szene, weil ich das wirklich absurd finde, wie man so schlafen kann. Das ist unfassbar. Seit einer Viertelstunde schläft der Mann seinen Rausch aus. Zuvor hatte ihn die stellvertretende Marktleiterin beim Schnapsdiebstahl erwischt. Jetzt wartet sie auf die Polizei. Er hat die Flasche eingesteckt, hier in der Jackenendtasche. Und dann hat er die Tüte Chips gekauft und wollte rausgehen. Dann habe ich ihn angesprochen und jetzt sitzt er hier. Also am Anfang, als wir ihn reingeholt haben, da hat er noch ein bisschen rumgeschrien hier. Aber jetzt schläft er. Guten Tag. Okay. Ja? Der gerade schläft. Hallo, guter Mann. Habt ihr schon irgendwas von ihm? Irgendwelche Personalien oder so? Nee. Hallo, guten Morgen. Aufwachen, die Polizei ist da. Hallo. Junger Mann! Nee. Ups. Ach, der reagiert ja auf gar nichts mehr. Hallo? Guck mal hinten hinterm Ohr. Hallo? Die Polizei ist hier. Hallo? Warte mal. Hallo? Wir haben uns schon aufgehabt. Der scheint tot. Schon am Vormittag wird auf dem Kiez genauso viel Alkohol gekauft wie Obst und Gemüse. 11% Umsatz mit Wein, Bier, Sekt und Spirituosen. Das zeigt Wirkung. Hallo, wie geht's dir? Gut und selbst? Naja, muss. Ne? Als Fallschirmspringer hat man es manchmal schwer im Leben. Da muss alles dick und dünn gehen und alle möglichen Sachen klar machen. Das ist doch normal, oder nicht? Ja. Ich war ja auch schon manchmal sonntagsvormittags dort zum Einkaufen oder Sonntagnachmittag, wenn du mal irgendwas vergessen hast oder dir fehlt irgendwas oder so. Man ist echt dankbar, dass es den Laden dort gibt. Und dann geht man rein und guckt rechts und links und denkt schnell wieder raus. Kinder möchte man auf keinen Fall da reinnehmen, weil genau solche Freaks dann da halt rumlaufen. Was macht der Alkohol?
ein bisschen was geholt für später. Naja, man muss ein bisschen Dämpfung haben auch manchmal. Es geht alles so auf und abwärts, immer manchmal im Thema, musst du es auch mitbekommen, oder nicht? Ich bin auf dem Kies groß geworden, ne? Na also. Ja, ja, ja. War ein kleiner Arsch, oder ne? Wo ist der Unterschied? Schön zur See gefahren, jetzt mache ich Lappa Loma Ohe. Aber ein Freddy sitzt da nicht, Junge, komm bald wieder, ne? Na. Sein Style, seine Jacke, sein Cap, will ich sofort so tragen. Das ist wirklich so. Vorher war Penny da hinten, was der Talstraße an der Ecke. Das haben sie, hier war Bayerisch Zell hier drin, ne? Da haben wir immer diesen hier. Ba, ta, da, ta, da. Wie sah das damals hier aus? Rustikal, ne? Das kam ja Damen vom Ballett, wie man sagt, ne? Aber ich sag nicht den Namen, ne? War immer schön, ja. Der hat so ein Charisma irgendwie und so eine geile, verschmitzte, freche Art. Also, den mag ich schon. Ich freue mich auch schon auf den Boxer. Der Boxer. Es ist etwas besser geworden. Ich glaube, es war früher schlimmer. Schlägereien und so. Das ist heute nicht mehr so. Mussten Sie dann auch mal so privat austeilen? Ja, ich sehe zwar aus wie ein Arschloch, aber ich kann hauen wie ein Pferd. Das sieht man mir nicht an. Ich wäre jetzt 70. Was für ein Stolz auf das eigene... Ja, und das sieht man ja aber auch an der Klamotte, ne? Eine Krawatte. Ich meine, das ist so... Ich gehe jetzt mal einkaufen. Die trinke ich so. Das hatte ich noch vom Sport her. Ich war mal Berufsboxer, Vize-Europameister. Einmal Dritter. Hamburger Meister war ich immer. Amateur oder Profi? Ich war auch Profi. Kann ich dir sogar zeigen. Ich suche hier noch was Schönes. So krass, wie stolz er darauf ist, ne? Dass er das einfach immer mit sich rumträgt und wahrscheinlich jedem Menschen zeigt, mit dem er sich unterhält. Das ist so krass. Das finde ich einerseits total schön und auch ein ganz kleines bisschen traurig. Weil ich so denke, dass er wahrscheinlich in dieser Zeit so komplett hängen geblieben ist, gedanklich. Vielleicht ist sein Leben irgendwo angehalten und läuft nicht mehr so richtig weiter. Aber er ist im Gegensatz zu vielen anderen, ist er halt nicht, der ist nicht so vom Wagen gefallen. Das war ich mal früher. Das ist noch der Profi-Ausweis. Ich habe 120 Kämpfe im Ring und 600 ungefähr auf der Straße. Er wirkt wie so ein Gentleman-Gangster, der so keinen unschuldigen Menschen aufs Maul gehauen hat, sondern nur den Bösen. So stelle ich mir das vor bei ihm. Aua, aua. So, wir zweimal wach hier, die Polizei ist hier. So, ich möchte jetzt ganz gerne deinen Namen wissen. Damit wir das hier mal ein bisschen... Versuch mal wach zu bleiben. Du bist hier erstmal verdächtig, einen Ladendiebstahl begangen zu haben. Und dazu möchte ich jetzt deine Personalien feststellen. Bleib mal wach. Bleib mal wach. Versuch mal kurz wach zu bleiben. Umso schneller geht's. Hast du was, wo dein Name draufsteht? Hallo, hören Sie mich? Irgendwas. Wie heißen Sie denn? Thorsten. Bad Boy, Good Cup. Super. Klassiker. Thorsten. Mensch, Thorsten, Sie. Und er immer so, Ladendiebstahl. Das ist ganz lustig, wie die beiden miteinander arbeiten. Er muss wohl Identitätsfeststellung, sicher. Thorsten, komm. Ach, Thorsten. Schönefelder. Richtig? Sag mal ja oder nein. Schönefelder, bleib mal wach. Ja, Thorsten heißt. Schönefelder mit Nachnamen? Bleib mal wach, Thorsten. Ja, heiße Thorsten. Und mit Nachnamen? Meier. Meier. Mit Y oder mit I? Mit Y. Geburtstag? 22.09.58. Ich bin nicht so dumm, wie ich aussehe. Nee, aber du schläfst gleich ein. Ja, ich habe ja auch schon vier Tage, finde ich. Der ist wohl übermüdet. Und getrunken hast du auch wahrscheinlich, ne? Das, was diese Reportage auch so ein bisschen zeigt, dass dieser Grat, auf dem wir alle wandeln, dass der so hauchdünn ist. Weil du guckst so jemanden an und fragst dich natürlich, ey, was, Thorsten, was ist passiert? Was ist passiert? Und man weiß ja, ey, da reicht auch Job verlieren, Wohnung verlieren, Frau weg, fertig. So, und das finde ich da ganz klar zu sehen. Ich bin Alkoholiker. Jo. Also manchmal kriegt man echt Mitleid, muss ich ja mal sagen. Aber er macht es ja immer wieder. Und wenn man was zu essen nehmen würde, könnte ich es auch noch verstehen. Aber immer Schnaps. Da
Da andere Geschäfte geschlossen sind, shoppen Hamburger und Touristen im Kiez-Discounter. Rund 5000 Kunden versorgen sich jeden Sonntag mit dem Nötigsten. Viermal mehr als an einem Wochentag. Ja, und war Zufall, dass ich hier reinkomme, das ist wegen dem schlechten Wetter. Ich will mal sehen, ob ihr hier eine Regenhaube habt. Wir waren den ganzen Tag unterwegs. Stadtrundfahrt, Hafenrundfahrt, dann haben wir am Hafen gegessen und jetzt haben wir Durst. Golden Girls, geil. Das sind Touristen, so Omis, die eine Hafenrundfahrt machen, die finde ich sehr, sehr angenehm. Die könnten für mich die ganzen Junggesellen ersetzen. Popcorn, 32, 38. Die wollen Gas geben, die sind zu viert auf dem Kiez, ich bitte dich. Mensch und Dance schon. Du, was fehlt jetzt noch zur Mischung? Wasser. Auch Gerald ernährt sich meistens flüssig. Jeden Sonntag versorgt sich der gebürtige Bayer auf der Reeperbahn mit Alkohol. Seit 15 Jahren lebt er in Hamburg. Zurzeit ist er arbeitslos und ohne Wohnung. Der 45-Jährige hat weder Frau noch Kinder. Na, meine Schöne. Sangria ist Geralds Lieblingsgetränk. 1,5 Liter im Tetrapack kosten 1,09 Euro. Bekannte Sabine jedoch hat keinen Durst auf preiswerte Softdrinks. Hast du eine Zündkerze mitgebracht? Woher denn? Sag nicht. Woher denn? Hör dir mal, hol eine, was kostet der Scheißdreck? Alles gebettelt. Wo sind denn die Zündkerzen, Gerald? Drüben auf der rechten Seite. Wo? Da. Oh. Ganz rechts rüber. Hier rüber? Hallo. Wo? Siehst du, und deswegen hassen wir den Penny. Du findest nichts. Du drehst durch. Ach hier. Haben wir gefunden? Man muss mal gucken, wie viel Meter Alkohol da steht. Das bieten die ja alles großzügig an. Da müssen die sich nicht wundern, dass die Leute sich da besaufen, weil es billigen Alkohol gibt. Und dann bleiben die da hängen. Und das zieht natürlich bestimmte Menschen an, die einfach ganz wenig Geld haben, Alkoholiker sind. Und wenn sie betrunken sind und auch nicht mehr Herr ihrer Sinne sind oder Herrin ihrer Sinne, dann machen die natürlich Unsinn da. Komm her, da Rundi. Und wer bringt dich vom Trinken ab? Ich trinke nicht. Mir geht's schlecht. Ja. Wie kriege ich dich vom Trinken weg? Ja, meine Güte. No, du mal kenn ich dich nicht. Hab ich dich mal von der Nachbarschaft gesehen, von Titzhaler Heideweg? Nee. Kennen wir uns nicht? Nee. Das kann ich nicht vergessen. Ich dachte, wir würden uns kennen da irgendwoher. Ich bin der andere, der neue von nebenan. Wir sind Fallschirmspringer und warten jetzt auf Luft, dass wir wieder abspringen können. Natürlich hat er ein bisschen einen an der Birne. Das haben sowieso die meisten, die auf dem Kiez verkehren. Ihre Wohnanschrift, Herr Meier. Thorsten, wo wohnst du denn? OFW oder was? Sag mal bitte, Thorsten, guck mich mal an kurz. Wo wohnst du? OFW? Oder hast du eine Meldeadresse? Also OFW. Ohne festen Wohnsitz. Pass mal auf, Thorsten. Wir nehmen dich mal mit zu uns an die Wache, ne? Und dann kannst du dich da hinlegen und da schlafen. Das ist auch ein bisschen warm, weil draußen ist es echt kalt. Ja? Zuerst mal folgen Sie uns zur Identitätsfeststellung. Weil die Identität ist jetzt noch nicht so 100%ig festgestellt. Ich werde mal aufzustehen, Thorsten. Stehen Sie mal bitte auf, Herr Meier. Oh, sehen Sie. Hat er noch irgendwas, was ihm gehört? Ja, die Chips. Ja, die Chips, genau. Was ist deine Chips? Ja, ja, aber eine möchte ich noch rauf. Ja, machen wir gleich, ganz in Ruhe. Erst mal eine Fische. Vorsicht, hier ist jetzt die Treppe. Die Chips darf er behalten? Ja, die hat er gekauft, die hat er bezahlt. Von der Kasse. Das hab ich gesehen. Dann kann er die auch mitnehmen. Schaff das alleine oder soll ich dir helfen? Moment mal, Herr Meier. Setz dich mal richtig hin. Schneid dich mal an. Ich mach die Tür zu. Ich möchte mal ein gutes Wort einlegen können, bitte für mich nochmal. Das ist meine Führerscheinbibi raus. Du musst nach Polen fahren. Musst du nach Polen oder darf ich in Hamburg bleiben? Wie stehst du dazu? Sie können in Hamburg bleiben. Ich darf in Hamburg bleiben. Ja. Und kriege meine Papiere wieder zurück, wenn ich nicht zum psychologischen Arzt zeige, dass ich dafür 400 Euro bezahlen muss, 1000 Mark bezahlen muss, dann bekomme ich den Chat. Wenn Sie ein bisschen langsamer sprechen würden, könnte ich Ihnen auch ein bisschen folgen, okay? Okay. Hätten Sie ein gutes Wort für mich ein, bitte, ja? Ja, mach ich. Okay, danke. Ja, tschüss. Tschüss. Schon zum zweiten Mal wurde Thorsten beim Stehlen erwischt, obwohl er Marktverbot hat. Nun droht ihm eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Guten
Das ist auch einer der meistgestellten Fragen unter diesem Video. Was zum Teufel singt er? Weiß es irgendwer auf der Welt außer er selbst? God Black Chipman! Ich hab keine Ahnung. Nee, das ist nicht platt. God Black Chipman! Auch so wie autistisch er da einfach sitzt und das einfach durchzieht. Und der Typ steht da und macht so und sagt halt die Schnauze und er macht's einfach weiter. Das ist schon echt auch verrückt. Ich glaube, das Einzige, was er machen kann, ist entweder er lässt sie schreien, wie bei renitenten Kindern, bis er nicht mehr kann, oder er holt die Polizei. Och, das gibt's ja nicht. Das darf's ja wohl nicht wahr sein. Haben die nicht mehr Leute da an der Kasse? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich bin ja so durch. Ich bin so alt geworden, ich bin schon 45 jetzt. Aber ab 40 wird's gefährlich. Mega cool. Ich habe mit 15 schon angefangen. Ich habe mit 15 gesoffen, da habe ich mit dem Mofa dabei gehabt. Bewusstlos gesoffen, da habe ich mit dem Mofa rumgeflogen und schlimm. Das ist schon 30 Jahre her, so lange saufe ich. Die anderen, das kann man mit denen gar nicht vergleichen. Die haben Frau, Kinder, erwachsene Kinder, die schon wieder geht, das ist schon Opa. Und ich, was habe ich geschafft? Überhaupt nichts. Gar nichts und überhaupt nichts. Das tut mir irgendwie auch voll leid wieder, weil er wirkt sehr aufrichtig irgendwie. Er hat eine sehr, finde ich, gute Aura, dass man ihm wünschen würde, dass er nochmal die Kurve kriegt, aber das ist wahrscheinlich echt schwierig. Es ist halt knüppelhart, ne? Es geht jeden Tag ums Überleben, es ist jeden Tag ein Kampf. Du bist dir leider selbst der Nächste, auch wenn du Familie möchtest. Es ist, denke ich, für einen ganz normalen Menschen komplett surreal. Das kann doch wohl nicht angehen. Hallo. Hallo, schau mal. Sie wissen, was los ist. Mehr Kassiererin ja, hier. Aber Sie wissen, was los ist. Was? Dein Hausverbot. Ach, das heißt, was? Ja, ach du Scheiße. Das heißt, das wird auch nicht bezahlt und Sie kommen mit ins Büro jetzt. Und voran. Ihr habt Durst. Voran. Ihr habt Durst. Auch Thorsten kann wieder einen Schluck vertragen. Erst vor Stunden wurde er volltrunken beim Diebstahl erwischt. Da er inzwischen ausgenüchtert ist, hat ihn die Polizei entlassen. Trotzdem darf er den Markt nicht mehr betreten. Ein Bekannter kauft nun für ihn Schnaps ein. Das ist mein Traum, dass ich den Absprung vom Alkohol schaffe. Dass ich denn mich so weiter hochrabbe, mich mehr pflege, mich besser anziehe, dass ich dann doch noch mal entsprechend die Frau finde, die mir so einigermaßen etwas circa zusagt. Du hast die Sehnsucht nach einem heilen Umfeld, nach Familie und bist aber gezwungen, tagtäglich so um dein Überleben zu kämpfen, dass du gar keine Energien in diese Richtung lenken kannst. Wenn du dann irgendwann den Moment dafür findest, zerreißt es dich. Also greifst du sofort zur Pulle oder zur Droge. Sex, obwohl ich schon so viele Jahre gesoffen habe, das sind jetzt circa 23 Jahre. Und mein Hausarzt früher hat gesagt, wenn Sie so weitermachen, dann können Sie es sich noch nicht mal selber machen. Aber ich habe gesagt, ich kann es immer noch. Sagt er, dann seien Sie froh. Das habe ich selten erlebt, aber ich kann es noch. Und dafür bin ich sehr dankbar. So traurig es ist, er hat wahrscheinlich einfach nicht mehr viel, an dem er sich festhalten kann. Und dass er noch Erektionen bekommt, ist wahrscheinlich eine der wenigen Errungenschaften, auf die er jetzt gerade in diesem Moment noch stolz sein kann. Störenfried Gerald plagen andere Sorgen. Da er sich nicht ausweisen kann, hat der Sicherheitsmann die Polizei gerufen. Auf dem Revier sollen nun seine Personalien überprüft werden. Ein Riesen-Jahr, aber ich hab Hausverbot. Komm. Ja, ich komm gleich wieder, ich muss mal hinbringen. Musst du zur Woche, ja? Kommst du wieder, ne? Ja, das ist ein Ausweis dabei. Kann ich sofort ja, bestätigen. Super. Den schön. Kann ich bestätigen, Mann. Ja. Ja, komm on, nimm meinen Ausweis. Der braucht nicht mit. Was wollt ihr auf der Wache? Da könnt ihr auch nicht mehr machen. Lass für dich lenken, Mann. Ey, weißt du was? Ich bin gut gelaunt. Ich auch. Sonst hätte ich dich jetzt angespuckt. Spuck auf deine Tür, du Kacker. Als hätt ihr bloß gehört, forever time, Black Chat,
Gott, Black Chatman, we are all together. Was macht das Hausverbot? Aufgehoben. Schlimmer. Sag nichts mehr. Ein Irrtum. Das wäre Babitz Hall, Digga. Ja, du hast ja Hausverbot. Seit wann? Seit der zweimal gesagt. Komm, geh, jetzt geht's wieder raus. Ich brauch was zum Trinken. Ja, jetzt aber nicht mehr hier. Du musst einen anderen Markt suchen. Komm, wenn will, dass ich das trotzdem kriege, dann schicke ich einen anderen rein. Nein, nicht. Jetzt komm. Ihr habt Durst, ihr habt Durst. Ja, Hand. Ein Schimpfe. Ja. Ja, logisch. Aber hier, wir haben Durst, so gehört nichts zu trinken. Hier kriegst du nichts mehr zu trinken. Auch für höfliche Kunden ist jetzt Feierabend. Nein, geht nicht mehr. Ich flehe Sie an, ich bin extra so gelaufen. Tut mir leid, ich laufe ganz schön. Vorne ist ein Kiosk. Oh, bitte, bitte. Wir gehen nicht mehr heute. Gucken Sie mal, da sind so viele. Ja, eben, die müssen nur noch raus jetzt. Bitte. Nein, geht nicht mehr. Ich schleich mich unten so durch. Schnell. Unten durch? Nein, bitte, geht nicht mehr heute. Ich laufe ganz schnell durch. Geht nicht mehr, tut mir leid. Nein, hier ist Feierabend. Das Sekt, wir brauchen einen Sekt. Trotzdem schön Feierabend nachher. Genau. Schreib mir auf der Haut hier. Aber jeden Morgen, die wollen Bier vor der Tür. Ja, die Flasche mit hier, hier wird auch drauf. Ja, ich darf aber nicht mehr reingehen. Wenn ich jetzt rein... Ist doch besser, so eine Kiste. Was? Hey, ich bin nicht ruhig. Ich kann das irgendwo nachvollziehen, wenn du Anwohner bist und du hast ständig Urin im Eingang. Natürlich ist das nervig. Ich wohne hier. Ja, aber hier hängen die Gäste, die verpissen und die Penner hier. Wenn die einen Tee haben, in Vino Veritas, dann kommt natürlich auch der Charakter durch. Und wenn du dich gar nicht weghaust, dann hau dir auch die Fresse weg. Ja, klar. Hey, komm, bitte ruhig zu mir. Hey, ist gut hier. Ist gut? Geh doch einfach rein, Mann. Bist du ruhig? Was willst du? Alter, ey. Wer pisst dich vor? Oh, ganz schnell, Fresse. Komm, gib was weiter. Was gut, dass du zu St. Pauli Komm her. Ich wohne nämlich auch auf St. Pauli. Ich auch. Komm her, geh weiter. Ich wollte dich schützen, Mann. Finde ich sehr gut. Ich wohne selber auf St. Pauli, ich wollte dich schützen, Ehrenkodex. Aber wie gesagt, der andere ist gerade im Verteidigungs-, im Angriffsmodus, der reilt das gar nicht. Das ist ja ganz erstaunlich, dass der Junge da die Kontenance bewahrt. Der löst in dem jungen Typ gar keine Gegenaggression aus mehr. Wir brauchen gar nicht Schutz. Das bringt doch nichts, komm, lass das sein. Geh weiter und gut, okay? Geh einfach rein. Okay. Wir brauchen gar nicht Schutz. Da ist es auch so ein Kandidat, der halt Hausverbot hat, aber immer wieder reinkommt, immer wieder versucht. Ja, Wochenende, ne? Langsam ist bei den meisten Leuten der Pegel erreicht hier halt. Ne? Dann passiert sowas schon mal. Sellerie.